Students.ch-TV ist am Feierabend Bier mit Hecht. Und ich würde so gerne sagen, junge Studi-Band, aber jetzt sind es leider nicht mehr der Rolf und der Stefan sitzen bei mir. Wegen euch müssen wir überhaupt zum Feierabend Bier, oder? Wir haben geschafft bis jetzt. Was tun ihr im Leben? Ja, eben. Also nach unserer glorreichen Studienzeit hat uns beide in die Berufswelt verschlagen. Wie sich das so gut gehört. Ich bin mittlerweile beim Filmfestival von Zürich, beim Zürich Filmfestival gelandet. Und ja, du so die Wellen, die Jahreswellen, jedes Jahr Ende September, wenn das Festival stattfindet, kann man wieder so Jecken stellen und dann wieder im Frühling führen. Stefan? Ich bin bei der Bank gelandet. Jawohl! So wie sich das von der Schweizer gehört. Und du dort eigentlich Kunden beraten auf Produktenbasis. Im Hemmli drum, hä? Absolut, ja. Das kann man zum Arbeiten und zum Interview geben anlegen. Da muss man immer schauen, dass man einen guten Kompromiss findet. Aber wenn man euch im Ausgang zum Beispiel sieht, merkt man, ihr seid zum Studienalter noch nicht ganz draus gewachsen, oder? Ist das jetzt ein Kompliment? Das fragen wir uns manchmal selber auch. Aber ja, wir sind, ich meine, das ist glaube ich auch, wenn man Musik macht, bewegt man sich vielleicht ein bisschen mehr unterwegs. Man geht auch Konzerte schauen. Man ist halt offen für Musik und will neue Musik sehen, hören. Und darum, es ist eigentlich mehr, es gehört fast so zum Job. Also, man möchte es nicht ganz freiwillig. Also, ein Saufbolden-Image ein bisschen aufbauen. Unterwegs passt gut zu eurem ersten Video. 24 Bilder, ihr seid in 4 Städten unterwegs, lustigerweise natürlich in Ausgang per Zufall und haben Leute euer Lied singen lassen. Wie war das so gewesen? Als erstes denken wir ja da 3/4 so besoffen, haben alles rausschneiden. Wie viel Restmaterial ist liegen geblieben? Es ist aber lustigerweise sehr viel Material, das wir aufgenommen haben, haben wir können brauchen, weil irgendwie der Song hat super funktioniert, so wie wir es uns vorgestellt haben und wir haben uns natürlich super seriös vorbereitet mit Text und Ghetto-Blaster und Kamera. Also wir haben die Leute wirklich gut irgendwie introduced damals und es ist aber noch gut, das im Ausgang zu machen, weil die Leute sind so ein bisschen euphorisch, die sind so ein bisschen dabei, gut gelaunt am Wochenende und wir haben auch, ich glaube, von diesen 4 Videos haben vielleicht unter dem Strich 10 Leute gesagt, hey Jungs, nein, ich mach nicht mit. Und der Rest war irgendwie dabei gewesen. Und die meisten, wenn sie dabei waren, sind dann voll. Also von dem her, wir können uns wirklich nicht beklagen. Jetzt haben wir Zürich, Luzern, Basel, Bern. Stimmt das? Gut gelernt. Und welches ist eure Lieblingsstadt? Ja, da sind wir natürlich erstens nicht parteiisch und zweitens hat für uns jedes Video so ein bisschen seine Eigenarten. Wir haben auch wir sehen es noch ein bisschen anders, weil wir haben natürlich bei jedem Ding, wo wir sehen, unsere Erinnerungen und wir sind irgendwie auch natürlich auch voll Ding gewesen und auch manchmal auf und runter und je nachdem, manchmal ist es auch wirklich einfach mal nur so halbe Lust, das zu machen und noch eins und noch eins und noch eins. Wir finden alle Videos wirklich sehr cool und vor allem, man sieht wirklich auch den Unterschied und das finde ich super. Schön gesagt, aber eigentlich Luzern, weil von der Kamera her. Im Moment läuft euer Lied im Radio. Mit der ersten Single geht mal direkt ins Radio. Und darum kumpelt ihr teilweise mitten in der Nacht auf, damit ihr es auch mal hört, weil es am Tag nicht gespielt wird. Ja, auf der ersten Rotation sind wir eher in der Nacht gespielt worden. Aber es war kein Grund, um nicht das Mal selber zu erleben, wenn man sich selber im Radio hört. Und dann hat es schon gegeben, dass man einander angerufen hat und gesagt, hey, im Fall, ich bin noch wach und sie kommt. Wenn das so um 20 ab 12 ist, geht das eigentlich noch. Das kann aber auch mal ein bisschen später oder früher in den Morgen sein. Und dann haben wir das wirklich, es ist schon noch speziell, wenn man sich mal gehört, selber und so. Ja, schon noch cool. Und jetzt legt ihr dann ein Album noch. Was erwartet einem dort? Weil im Moment ist einfach immer die Single und so. Also ich hoffe, wir schaffen es schon mal einen Schritt weiter. Ja, das hoffen wir auch. Ich meine, also, wir sind schon sehr froh, dass wir mit dem ersten Single und ich glaube, es ist auch nicht jetzt eine Mundart, die schon immer da war. Es ist vielleicht eher ein bisschen eine neue Mundart. Und mit dem schon mal ins Radio kommen, sind wir super zufrieden. Und jetzt hoffen wir, dass wir mit dem Album könnt, in den Leuten, die es jetzt auch interessiert, solche Mundart zu hören, mit so Musik im Hintergrund oder einfach die ganze Mucke so zu hören, dass es Spass macht den Leuten. Das hoffen wir schon. Du sprichst also so ein bisschen sketchy schon. Ja, Mundart ist dünnes Eis, oder? Also es gibt viele Sachen. Ja. Es ist jetzt auch schwierig, wenn man als Typ wie du wahrscheinlich kommt und sagt, ich bin in einer Mundart-Band. Ja, aber dort sind wir ein bisschen draussen. Also wir sind noch nicht mehr am Studieren, wo wir jeden Tag jemandem sagen müssen, was wir genau für eine coole Band hat. Sondern, nein, wir sind extrem stolz auf das, was wir so geschaffen haben.
weil wir extrem hinter dem stehen können. Wir finden es eigentlich ganz cool, dass es einfach ein bisschen unbeackert ist. Und natürlich, wenn jetzt jemand im Ausgang sagt und du hast eine Band, dann sagen wir, wir haben eine Band. Aber wir können voll in der Musik stehen, wir sind auch musikalisch. Ich nicht von der Sprache her, sind wir eigentlich überhaupt nicht abgerückt von dem, was wir schon immer gemacht haben, was wir cool finden. Und von dem her sind wir sehr froh, dass die Symbiosen eigentlich für uns so gut funktionieren. Du sagst fast, es ist so ein Vakuum, das ihr fühlt, nämlich coole Mundart, sag ich jetzt mal. Was gibt es für Mundartkünstler, die du hörst, die dich vielleicht auch daran orientierst? Ja, ich meine, es ist... sehr viel, was momentan kommt, kommt eigentlich aus dem Hip-Hop, den ich sehr viel höre. Obwohl ich eigentlich überhaupt keinen. Obwohl ich eigentlich überhaupt keinen, sagen wir mal, Background habe. Ich habe nie eigentlich Hip-Hop gehört. Aber Mundart, finde ich, ist dort, wo es eigentlich wirklich passiert, ist Hip-Hop, wo sehr, sehr viel Jungszeug kommt und wo sehr wild ist. Aber meine, so, vom musikalisch her vom, ist natürlich sicher Zürich West das Ding, wo ich viel, sehr viel gehört habe, wo auch die Band sehr viel gehört und ja, sicher etwas ist, was immer noch beeindruckt. Und mit der neuen Lieblingsband von meiner älteren Schwester. Zürich West ist so schön, 90er Jahre. Aber wir sind gespannt. Hecht kommt mit Platte wann genau? Am 2. September. Dann gehen wir alle posten und sagen ganz schön auf unseren Dialekt Danke miteinander. Viel Glück. Danke. Und hecht im Netz.ch.